Freitag, 16. Dezember. Weihnachten nähert sich mit großen Schritten die vorletzte Folge der Brettspiel-News für dieses Jahr und damit viel Spaß. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Ich bin Benny von dem Brettspielsucht, die ist Freitagmorgen Newszeit. Ich dachte, heute so in der Vorweihnachtszeit doch einfach mal mit Zipfelmütze und mit Schal, weil passend zu den eisigen Temperaturen draußen würde ich aktuell nicht sitzen wollen bei frischem Schnee und Minusgraden. Puh. Ja, da wird es einem doch direkt kalt und man ist froh, wenn man drin sitzen kann und schöne Brettspiele spielen. Ja, die Newsmeldungen für diese Woche. Zuerst einmal in eigener Sache. Da geht das Radeformat weiter. Und zwar die vorletzte Folge an Weihnachten dann. Die letzte Folge online von Rüdigers Radeformat. Wie es dann nächstes Jahr damit weitergeht, ihr habt es ja freigeschalten, das wissen wir noch nicht ganz genau. Das wird dann irgendwann im Verlaufe vermutlich des ersten Quartals bekannt gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch zu unserem Kanaljubiläum das Ganze starten. Denn immerhin gibt es dann die Brettspielsucht dieses nächstes Jahr schon ganze 6 Jahre. Des Weiteren geht morgen eine neue Folge von Flo's Destillat online. Und die letzte Meldung in eigener Sache, es sind tatsächlich alle Päckchen verschickt oder warten noch auf persönliche Übergabe. Das sind ganze 3 Stück. Nur eine einzige Rückmeldung steht aus. Lieber Holger P. Punkt, wir haben aktuell noch keine Adresse von dir. Geld ist eingegangen, dein Päckchen ist bereit. Wir würden es dir super gerne zuschicken. Also bitte schick uns deine Adressdaten. Wir hatten dir ja schon eine E-Mail geschickt. Bislang leider keine Antwort bekommen oder sie kam nicht an. Deswegen melde dich bitte nochmal oder kontaktiere uns hier auch gerne über das entsprechend über die Kommentare. Also falls du eine Mail geschrieben haben solltest, ist es bei uns nichts eingegangen, auch nicht im Spam-Verdacht. Das letzte Päckchen, das wollen wir auch noch an den Mann bringen. Aus der Szene habe ich heute mal was ganz Besonderes. Und zwar haben wir Zuschauerpost bekommen, eine E-Mail von einer Zuschauerin. Und die fragt, die liebe Gabi fragt, wie bekommt man oder wie findet man neue Mitspielerinnen, neue Mitspieler? Was nutzt ihr da für Plattformen, für Möglichkeiten? Wo seid ihr unterwegs? Auf Facebook? Oder habt ihr da vielleicht irgendwelche Plattformen, die ihr nutzt? Es gibt ja da so Mitspielerzentrale oder Mitspieler gesucht, meine ich. Ich habe aber leider mit keinerlei dieser Plattform überhaupt irgendwelche Berührungspunkte oder irgendwelche Erfahrungen. Deswegen würde es mich doch interessieren, was nutzt ihr als Grundlage? Und falls ihr aus dem Großraum Pirmasens kommt, vielleicht findet sich ja hier direkt was in den Kommentaren und die liebe Gabi findet Mitspieler auf diesem Wege. Ja, ansonsten wäre natürlich auch die Option, dass wir irgendwie über Discord einen Mitspieler, ja, Tauschbörse, sage ich jetzt mal, anbieten, beziehungsweise Mitspieler, Mitspielerinnen Gesuche und entsprechend einen Discord-Server für euch bereitstellen. Vielleicht wäre das auch tatsächlich was, was wir nächstes Jahr umsetzen könnten, um mehr in Kontakt mit euch zu kommen. Mal schauen, was sich da ergibt. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr da fleißig helft und die liebe Gabi unterstützt. Und wir sind froh, wenn wir ein bisschen Input bekommen, denn für uns ist es dann doch relativ einfach, da wir sehr viele im Freundesbekanntenkreis haben und auch Arbeitskollegen, die gerne spielen. Und somit, ja, kommt der Zuwachs bei der Spielegruppe von alleine. Aus der Szene habe ich noch die Ticketvorverkäufe zur Berlin Brettspielcon sind gestartet. Den Link dazu habe ich euch in die Videoinfo gepackt. Jetzt schalten wir noch in die Crowdfunding-News-Zentrale zu Dennis. Lieber Dennis, was gibt's denn diese Woche Neues auf Kickstarter, Spiele, Schmiede und Co.? Lass mal hören. Ja, willkommen wieder zu den Crowdfunding-News. Wir starten heute mit dem Kickstarter, vorgeschlagen von André, und zwar Axon Protocol. Ja, das läuft jetzt auch noch ein Weilchen. Wir sind hier in einem, in einem futuristischen Setting. Cyberpunk lässt grüßen. 2 bis 6 Spieler, ein Unique Shared Worker Placement ist das. 45 bis 120 Minuten. Ab 16 Jahren von Baroque Games und ja, ein
Worker Placement System, bei dem man sich den Platz teilt, beziehungsweise die Charaktere. Denn ja, es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie man diese Charaktere nutzt. Und zwar kann man diese Charaktere spielen, damit sie ihre übliche Routine machen. Oder man nutzt sie für ihre Fähigkeiten hier unten. Das heißt, man hackt diese und kann dann die Aktionen nutzen. Sprich, jeder Spieler hat eben Zugriff auf die Charaktere hier, wobei so ein bisschen das auch an Watch Dogs erinnert. Genau. Zumindest kann man sich dann in diese Spieler reinhacken und muss dann versuchen, sozusagen der Gewinner zu sein und das Beste aus dem Ganzen rauszuziehen. Ihr seht hier schon so ein bisschen die Karten, wie die aussehen. Super schickes Design. Wie gesagt, futuristisch. Wer darauf steht, schaut es euch einfach mal an. Sprachen auf jeden Fall Deutsch und Englisch. Und der Citizen Pledge startet schon mit 54 Euro. Und im Oktober 2023 erscheint das Spiel. Versandkosten liegen hier bei 12 Euro. Ja, Zeit habt ihr dann bis zum 22. Dezember Axon Protocol zu unterstützen. Dann haben wir noch einen Tipp von Telcorion Alderman. Das ist, oder Alderman, ein Spiel von Rockel Games und da geht es um die Hansestadt oder beziehungsweise Lübeck so ein bisschen, dass man eben hier ein Eurogame hat, das allerdings, ich switch mal hier auf die deutsche Seite, einiges mit sich bringt. Ja, 1 bis 4 Spieler, 100 bis 180 Minuten steht hier, 12 Jahre wird empfohlen. Und hier seht ihr schon mal wunderschönes Material. Man versucht eben auch Lübeck aufzubauen. Aber was hat man hier? Man hat hier Aktionspunkte, die man für seine Aktion eben ausgeben muss. Und das soll auch wohl überlegt sein, denn man versucht hier die Seehandelskarte zu beschiffen hier und die Sachen dort zu machen. Man kann Waren handeln, es wird hier so ein Rad gedreht. Abhängig davon, an welcher Position es sich hier befindet, kann man dann dementsprechend die Aktion machen und versucht dann eben Lübeck mit Gebäuden auszubauen. Wichtig ist, dass man hier auch an geheimen Versteigerungen teilnimmt, an dem Hansetag. Und da sind dann auch die ganz interessanten Sachen, die man dort erhalten kann. Es gibt ja auch eine Kurzversion, finde ich auch mal ganz interessant, dass bei so einem Spiel auch diese Möglichkeit besteht. Stretch Goals haben wir hier einiges, warum unterstützen, das könnt ihr euch mal hier durchschauen. Zurück zur eigentlichen Kickstarter-Seite. Ihr seid mit dem Deluxe Edition Pledge hier bei, gibt es noch keinen anderen? Ah, die normale Collector's Edition, Deluxe Edition. Okay, alles klar. 70 und 110 Euro auf jeden Fall. Im September 2023 soll das dann erscheinen. Die Versandkosten liegen bei 11 Euro. Ja, bis zum 22. Dezember. Auch hier habt ihr Zeit, Alderman zu unterstützen. Während bei Backerkit immer noch Brettspiellehre ist, ist es bei Gamefound auch nicht anders. Hier sehen wir immer noch die alten Bekannten. Da gibt es noch ein Late Pledge von Barbarian Kingdoms. Wer sich noch für Die After Dead interessiert, kann da mal reinschauen. Das überlasse ich aber euch. Und hier gibt es noch ein paar Sachen, die hier bald erscheinen werden. Bei der Spieloffensive haben wir tatsächlich hier noch die Destinies und jetzt ist auch die Roll Camera Erweiterung gestartet, die da so ein paar kleine Sachen mit sich bringt. Wer also Roll Camera hat, kann die B-Movie Expansion hier gleich mitnehmen. Hier wird gespielt, bla bla. Hier haben wir genau die Expansion, bringt neue Genrevorgaben. Das heißt, zum Beispiel in Western habt ihr so Hüte, die könnt ihr dann auch hier auf die Charaktere draufsetzen. Das ist auf jeden Fall sehr süß, bringt aber vielleicht noch ein bisschen mehr Zeug mit. Es gibt neue Spielertableaus, natürlich neue Crewkarten und neue Szenenkarten. Diese erweitern also das Spiel nochmal um weitere Möglichkeiten, Produktionsfirmen und so weiter und so fort. Superhero Story Pack haben wir auch hier. Schaut euch das einfach mal an, dann kriegt ihr hier auch einiges. Wenn euch das Grundspiel gefällt oder ihr noch mehr haben wollt, bekommt ihr da einiges. Ja, also Schmiede im Juli 2023 soll es dann erscheinen. Kosten tut das Ganze im Double Feature, habt ihr dann beides für 30 Euro oder nur die Spin-Off für 22, Versandkosten wie immer kostenlos. Vielleicht sind sie schon da, vielleicht auch nicht. Es werden weitere Projekte in absehbarer Zeit kommen. Zum Beispiel Perfect Shot-Umsetzung von Matago und Tales Are Real.
Das sieht ja auch auf jeden Fall interessant aus und hier habe ich wohl noch letzt gesucht. Ja, des Weiteren könnte noch Sherwood Bandits oder die Chronicles of Crime neue Fälle kommen. Das wäre natürlich auch interessant oder ist vielleicht schon da. Da sehen wir dann, was jetzt oder in nächster Zeit bei der Schmiede kommen kann, wird und überhaupt. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zu Benny. Bis dann. Jetzt kommen wir wie jede Woche noch in den Bereich der neuen Spiele und der Verfügbarkeiten. Hier wieder den Blick auf die Shopseite von Spieltraum. Wir haben hier Jungle Speed in der Collector's Edition. Das ist eigentlich was für den lieben Dennis. Die Terraforming Mars Erweiterung Aufruhr sowie eine Klon-Erweiterung Rallyman GT in der deutschen Edition, Dominion Blütezeit sowie das Upgrade Pack, Diverses zu Cthulhu. Tokaido Duell oder Duo, also für zwei. Powerplants, das wird auch hoffentlich in Kürze bei uns aufschlagen. Mondrian Blocks, White Edition. Coffee Traders, auch eines der Spiele, wo ich sehr interessiert bin und ein bisschen Zeit brauche, um da überhaupt mal mich damit zu beschäftigen. Diverse Patchwork-Ableger in neuer Optik. Agropolis sowie Unlock Kids, das werden wir tatsächlich auch ausprobieren in Kürze und da bin ich gespannt drauf. Das ist der Blick auf die Spieltraumseite und der Neuheiten im Shop. Zum Thema Verfügbarkeiten, Too Many Bones ist wieder vorbestellbar auf der Frost Games Seite. Den Link dazu habe ich euch in die Videoinfo gepackt. Und im Bereich Ankündigungen von Heidelbeer, Evergreen und Deal with the Devil soll wohl, wenn es alles gut geht, keine Garantie, noch vor Weihnachten erhältlich sein. Des Weiteren ist Little Everdell gerade so erschienen in der USA, wohl vor wenigen Tagen. Offizielle Informationen zu einem internationalen Release sowie andere Sprachausgaben oder irgendwelche Infos in deutschen Online-Shops oder europäischen Online-Shops stehen bislang aus. Da gibt es tatsächlich noch gar nichts Neues dazu. Aber wenn da was kommt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Die Village Big Box, die hatte ich schon mal thematisiert in den News. Diese wird ja 2023 bei Asmodee erscheinen, beziehungsweise bei Eggert Spiele im Vertrieb bei Asmodee. Und diese wird auch die Erweiterungen beinhalten, sowie eine neue Erweiterung und einen neuen Solo-Modus. Über das Design möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren. Ist Geschmackssache, bekanntlicherweise bekannt gegeben wurde jetzt, dass die Box wohl Mitte 2023 kommt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, allein schon um Vergleiche zu ziehen. Dann sehr interessante Neuheiten, Ankündigungen. Revive wird bei Pegasus Spiele erscheinen im kommenden Jahr und voraussichtlich im Juni 23. Da bin ich sehr neugierig, steht auch, sucht die intern bei uns auf der Wunschliste und mal schauen, ob wir es schaffen, vorher noch das englischsprachige Exemplar anzuschauen oder ob wir direkt auf die deutsche Version dann warten. Dann hat Strohmann Games verkündet, ja, dass Sabika auf Deutsch erscheinen wird bei Ihnen. Und das ist auch eines der Spiele, was auf der Spiel sehr viel Interesse geweckt hat für ein bis vier Spielende mit einem Rondellmechanismus. Und das Ganze vom Autoren von Bitoku, nämlich Herman P. Milon. Und das Ganze, oder wir verkörpern arabische Adlige, die zur Konstruktion der Alhambra beitragen müssen. Illustrationen stammen von Laura Bevon. Das Ganze dauert circa 1 bis 2 Stunden. Ich finde, es sieht total cool aus und spricht mich total an und holt mich auch ab. Und das Coole ist, natürlich hat Strohmann Games noch irgendeine Überraschung wieder im Ärmel. Das finde ich sehr cool. Nämlich ist die Infomail rumgegangen, gerade frisch vor der News-Aufzeichnungen. Ready, Set, Bet wird nächstes Jahr bei Strohmann Games erscheinen. Das ist ein Pferderennspiel für 2 bis 9 Spielende und ab 10 Jahren 45 bis 60 Minuten Spielzeit. Und das Schicksal hängt vom Würfelwurf ab. Wann das Ganze dann kommen soll, steht noch nicht fest. 2023 ist geplant. Ich gehe mal fast davon aus, vermutlich gegen Herbst dann zur Spiel. Ja, und das war's auch schon mit den News für die vorletzte Folge dieses Jahr. Nächste Woche dann nochmal am 23. Dezember eine allerletzte Folge. Ja, schaut auch gerne bei Social Media rein. Da wird in den nächsten Tagen auch ein Ratevideo zum Heidelberg Adventskalender online gehen von uns. Und es wird auch ein epischer Jahresrückblick nach Weihnachten folgen.
Top 30 Spiele von Dennis und mir, die Flop 10. Und dann arbeiten wir gerade noch an einem Jahresrückblick gemeinsam mit dem Flo, wo wir auch den Flo mal fragen, was denn seine Top-Spiele sind. Schaltet gerne morgen wieder rein, wenn Flo dann seine Sammlung destilliert. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, scheut euch nicht, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne, besinnliche Festtage, falls wir uns nicht mehr sehen. Und bis in Kürze, macht's gut, viel Spaß beim Spielen und tschüss.